2018, da darf leichter Leben natürlich nicht fehlen und wir begrüßen Sie auch heute wieder in diesem neuen Jahr. Und ich finde, am 8. Januar, da kann man auch noch ein gesegnetes, ein glückliches Neues wünschen und hoffen, dass Sie alle gut rübergerutscht sind. Ich denke, wir werden uns ein Jahr lang wieder miteinander erfreuen und an einem leichteren Leben teilhaben können, denn wir stellen Ihnen natürlich immer Dinge vor, die das Leben leichter, schöner, lockerer machen sollen. Und deswegen sind heute zwei junge Herren zu uns gekommen. Felix Ilse und Michael Decker von T-Tox. Und es ist quasi ja, ein Getränk, das wahre Wunder bewirken kann. Wie diese Wunder aussehen, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Aber wie immer haben wir natürlich viel mehr auch heute in der nächsten Stunde für Sie. Stefanie Kralewski, die stellt Anfang des Jahres nochmal ihren wunderbaren Hexenkalender vor. Aber nicht nur das, sondern auch ein Must-Have für Menschen, die Rituale gerne durchführen, nämlich ihre schönen Kerzen. Für einen ganzen Monat sind sie dann auch wirklich, für ein ganzes Jahr sind sie dann ganz gut vorbereitet auf Dinge, die kommen können. Und Silvia Hart ist heute bei uns zu Gast. Sie wird uns ein klein wenig etwas über die Tarotkarten erzählen und vielleicht auch eine kleine Legung machen. Wir wollen ja alle am Anfang des Jahres 2018 wissen, was passiert denn so alles. Aber was sich auf jeden Fall nicht ändert, ist, dass wir alle auf der Suche sind. Auf der Suche nach, nach etwas, was unser Leben lebenswerter, fröhlicher, gesünder, fitter macht. Und die zwei jungen Herren, die wir heute im Studio haben, die haben etwas gefunden. Und ich zeige Ihnen erstmal, worum es geht. Schauen Sie mal. Willst du so bleiben, wie du bist? Echt nicht. Mal wünsche ich mir, ich hätte ein paar Kilo weniger. Mal möchte ich ein besseres Hautbild. Oder mehr Konzentration, wenn es drauf ankommt. Gut, wenn man Ziele hat. Noch besser, wenn man einen Partner hat. Mein Partner heißt T-Tox. Werde zum Du, das du sein willst mit T-Tox. Biotees für deine Bedürfnisse. Erhältlich im Handel oder unter t-tox.de. Zaubermittel, sage ich ja. Wir alle wollen doch jünger, wir wollen frischer, wir wollen schlanker, wir wollen fitter durchs Leben gehen. Und ihr habt es entdeckt, das Wundermittel, auf das wir jetzt so lange warten mussten, ja? könnte man fast so sagen, ja. Im Grunde sind wir eine Lifestyle-Teammarke hier in Berlin, vor ein paar Jahren zusammen gestartet. Und es geht bei uns darum, so wie man Tee zusammenmischt, welche Zutaten man benutzt. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Tipps und Tricks, die wir so dem Kunden an die Hand geben, damit er halt seine Bedürfnisse erreichen kann, was auch immer es ist. T-Tox ist natürlich auch ein cleverer Name, hat man sofort ein ganz gutes Gefühl. Ist wahrscheinlich auch nicht irgendetwas, was so über Nacht entstanden ist, sondern wie seid ihr auf die Idee überhaupt gekommen, euch eben mit alten, weil es sind ja alte Kräuter, es ist ja alte Naturheilkunde eigentlich, ne? Genau, das Ganze geht zurück ins Jahr 2013, beziehungsweise eigentlich noch viel weiter ins Jahr 2003. Wir sind alte Schulfreunde und haben damals schon die ersten Reisen nach Asien auch gemacht und dort so ein bisschen mit der Teekultur in Kontakt gekommen. Und danach im Studium haben wir uns zusammengefunden, wieder hier in Berlin, und wollten eigentlich irgendwas mit Tee immer machen oder mit gesunden Lebensmitteln auf jeden Fall, und fanden, dass Tee da so ein bisschen unterrepräsentiert ist in seiner Fähigkeit eigentlich, was man mit Tee so alles machen kann, wenn man ihn dann richtig zusammenmischt und dann eben auch mit ein paar kleinen Alltagstipps verbindet, kann man auch da eigentlich ein wirklich auch wirkungsvolles, schönes Produkt draus machen, was nicht nur gut schmeckt, sondern eben auch einem helfen kann, bei gewissen Bedürfnissen da voranzukommen oder seine Ziele zu erreichen. Also kann man sagen, dass Tee heutzutage fast schon auch eine Art Lifestyle-Getränk geworden ist, also weg von diesem verstaubten, wir haben Tea Time, ja. Oder nur im Sommer, nur im Winter trinkt man Tee, also... Das auf jeden Fall, ja. Es gibt ja in den letzten Jahren immer mehr so eine bewusstere Ernährung, man achtet auf die Zutaten, die man benutzt, und dafür ist Tee auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel, weil es halt natürlich ist. Wir arbeiten ohne Aromen oder ähnliches, alles Bio, alle Zutaten sind biologisch angebaut, und das ist dann schon ein gutes Lebensmittel. Wie finde ich denn den richtigen Tee? Wir kennen es ja alle, in den Supermärkten steht eine riesige Auswahl. Dann gibt es natürlich auch wirklich die, ich sag jetzt mal, eher medizinischeren Tees, die irgendwie Leber, Galle und was wir jetzt der Geier noch so alles anregen wollen. Ist das vergleichbar mit euren Teesorten oder wie unterscheidet ihr euch? Das war eigentlich genau der Ansatz damals, als wir begonnen haben, den Arzneitees quasi was gegenüberzustellen im Lebensmittelbereich. Also unsere Tees sind keine Arzneitees. Sie sind aber trotzdem quasi durch die Zusammensetzung trotzdem in ihrer Art und Weise sehr, sehr kräftig oder sehr kraftvoll. Wie man den richtigen findet, kommt ein bisschen darauf an, was man für ein Bedürfnis eben stillen möchte. Man hat es gerade in dem Spot auch gesehen, sei es ein besseres Hautbild oder man möchte ein bisschen was für seine Figur tun und vielleicht ein paar Kilo weniger haben oder eben die Konzentration
Inklusion fördern, für all diese Bereiche, all diese Bedürfnisse, die ja jeder so ein bisschen hat, mal mehr, mal weniger, haben wir versucht, die richtige Themen schon zusammenzusetzen und dann eben immer ergänzend, das macht unsere Marke besonders, die richtigen Alltagstipps zusammengestellt. Und die findet man dann wiederum in diesen kleinen Heftchen online oder eben auch als Printversion, die man sich dazu heranziehen kann. Das heißt, wir haben hier verschiedene Sorten, zum Beispiel die Skinny Night und die Skinny Tea. Genau, das ist eigentlich eins unserer ersten Produkte gewesen. Oder das erste Produkt ist als Set, das sieht man hier nochmal. Das ist jetzt die Beutelversion, die Sie in der Hand haben. Und, sag doch bitte du. Oder die du in der Hand hast. Und genau, da ist der Name, eigentlich verraten immer schon die Namen der Produkte so ein bisschen, wohin die Reise geht. Skinny und Morning, das heißt, da geht es scheinbar ein bisschen um das Thema Abnehmen und auch um einmal Morgen und Abend. Das ist eine Art Kur, wie wir sie zusammengestellt haben. Das heißt, der Morgentee ist belebend, da ist Mate drin, da ist Grüntee drin, also verschiedene Sachen, die so den Stoffwechsel ein bisschen anregen können oder beziehungsweise einen vitalen Start in den Tag geben können. Auch neben Kaffee eine ganz gute Alternative. Und der Abendtee hat dann wiederum quasi, was wir mal abends ein bisschen runterkommen, vielleicht die Verdauung ein bisschen sänftigen und gut schlafen. Und das sollen diese Tees so ein bisschen unterstützend bei helfen. Also so wie man es vom Tee ja kennt, der eine soll ein bisschen anregender wirken, ja, der andere soll ein bisschen müder machen, aber hier hat man natürlich ein bisschen mehr Teebeutel. Ist das überhaupt etwas, was heutzutage noch im Trend liegt? Weil eigentlich ist es doch viel cooler, einen Tee aufzugießen oder fast schon ein gewisses Ritual mit einem Tee durchzuführen. Ja, wir sind auch gestartet mit losem Tee. Der riecht aber. Das ohne Aromen. Komplett lose Teemischung, die wir hier in diesen Dosen, diese hier auch hinter uns sind, zu sehen sind. Da ist loser Tee drin, also man sieht genau die Zutaten, die in dem Tee enthalten sind. Das ist alles sehr grob, dass man wirklich sieht, was da drin ist. Normalerweise in Teebeuteln ist halt sehr klein gemahlener Tee. Man weiß nicht wirklich, was drin ist, häufig aromatisiert. Man kann das so ein bisschen. Wir haben aber jetzt trotzdem im letzten Jahr mit den Teebeuteln auch gestartet. Man sieht, das sind so Pyramidenbeutel, wo man ist der gleiche Schnitt des Tees drin, also genau die gleichen Zutaten oder genau die gleiche Qualität wie in der Dose, aber halt in so einem großen Pyramidenbeutel, dass der Tee auch Platz hat, sich zu entfalten. Mhm. Halt, wenn es mal schnell gehen muss im Büro oder wenn man das Zubehör nicht zur Hand hat. Schöner ist es natürlich immer, wenn man das wirklich aufgießt in seiner Tasse mit einem Sieb. Und der Platz auch, der Tee genug Platz hat, sich zu entfalten. Wir haben das mal mitgebracht, beispielhaft, weil das meiste, was man im Teeregal findet, sind diese Doppelkammerbeutel. Und da ist wirklich oft nur Teestaub eigentlich drin. Da sind auch noch häufig die kleinen Stiele mit verhäckselt quasi. Und wir haben darauf geachtet, dass man in dem Pyramidenbeutel eben wirklich den Grobschnitt viel vom Blatt bekommt, eben was dann eben auch an Aroma und Wirkung eben abgeben kann. Und das Ganze in einem schönen, Beutel, wie die Pyramidenbeutel, wo eben auch Platz dafür ist. Genau, also Teebeutel ist nicht gleich Teebeutel. Es gibt mittlerweile eben auch da eine Weiterentwicklung. Natürlich, man bleibt nicht stehen. Es ist so, dass man euren Tee mittlerweile nicht nur im Internet bekommt, was ich ja wirklich großartig finde. Also eine Kollegin kam vorhin, als wir es aufgebaut haben, vorbei und hat gesagt, oh, den habe ich neulich schon mal gesehen. Also der ist auch ansprechend irgendwie, weil er auffällt. Ist natürlich auch so ein Weg, überhaupt in den Einzelhandel zu kommen, gerade mit so einer Marke wie Tee, oder? Ja, also ich sehe das sehr viel, der für den Vertrieb auch zuständig ist von Teetox und der Teemarkt oder auch die Tee-Einkäufer der Supermärkte haben schon großes Interesse an immer mehr Bio-Lebensmittel zum einen, aber eben auch an Tees, die das ein bisschen unkonventioneller darstellen. Also wir wie sie eben schon gesagt, oder du schon gesagt hattest, das Design ist eine Sache, die auffällt. Also wir fallen auch im Teeregal extra ein bisschen auf, haben nicht diese total überfrachteten, bunten Packungen, sondern wir kommen eher mit so einem clean, ein bisschen kosmetisch, funktional Look daher, das ist auch ganz bewusst so gewählt. Und darauf haben eben auch Konsumenten immer mehr Lust drauf, dass man eben nicht mehr was hat, was gut schmeckt und vielleicht auch wirkt, aber das auch was in der Teeküche oder in der Küche hermacht. Ne? Ich habe vorhin Lifestyle angesprochen und bei euch bekommt man eben Tee, aber auch den Lifestyle zum Tee. Denn was man auch bekommt, das sind wirklich Broschüren und da geht es eben nicht nur um den Tee, sondern es ist so ein Rundum-Paket. Also reicht der Tee, wenn wir ehrlich sind, jetzt nicht unbedingt alleine aus, um zu entschlacken und um faltenfrei durchs Leben zu laufen. Genau, das ist auch ganz wichtig bei diesem Doppelset, dem Skinny-Set, von dem wir geredet haben. Darum haben wir einen Ernährungsplan geschnürt und ein Sportprogramm, also dass man sich am besten vegan ernährt oder vegan ähnlich ernährt und dass man aktiv im Alltag ist. Auch ganz viele Rezepte oder verschiedene Mischung, wie man die Tee auch noch nutzen kann, sind hier zu finden. Also man muss schon auch was machen. Es ist jetzt nicht so, dass der Tee einem bei allem hilft.
Aber so erreicht man halt einen Lifestyle um ein Produkt drumherum. Und es geht ja insgesamt immer darum, dass man sich ganzheitlich sieht, also dass man das Richtige zu sich nimmt, dass man bei dem Beauty sich dann natürlich auch entsprechend um die Haut kümmert und so dann sein Bedürfnis befriedigen kann. Genau, weil bewusstes Leben heißt heutzutage nicht, dass man irgendwie als Öko durchs Leben laufen soll, sondern man will trotz alledem natürlich den Genuss, aber den natürlich auch stylisch genießen können. Denn ihr habt auch einen Tee, den man auch bestellen kann. Das ist der Matcha-Tee. Also der ist ja im Moment auch in aller Munde. Mhm. Auch da geht es aber wirklich um eine quasi Zeremonie. Wir werden später natürlich auch darüber noch reden und ihr werdet uns auch zeigen, wie man diesen Matcha-Tee zubereitet. Wo bekommt ihr eure Tees denn her? Also habt ihr da ein Land, wo ihr sagt, das ist für uns unser Tea-Land? Also bei Matcha ist das witzigerweise ziemlich schnell klar. Das ist immer aus Japan, wo der herkommen sollte. Es gibt auch einige wenige chinesische, aber die sind eigentlich nicht zu empfehlen. Matcha kommt traditionell aus Japan, da kommt auch unser her. Und die anderen Tees, die kann man nicht alle aus einem Land quasi beziehen, sondern kommt tatsächlich aus aller Welt. Also man hat immer die Klassiker, vielleicht Rooibos kennt man viel oder aus Südafrika oder eben Mate aus Südamerika. Einige wenige Dinge kommen auch aus Europa oder sogar Deutschland, aber tatsächlich beziehen wir die aus aller Welt. Wichtig ist, dass sie immer kontrolliert biologisch angebaut sein müssen. Deswegen tragen wir auch das Bio-Siegel, das deutsche und europäische. In Hamburg kommt dann alles zusammen, da ist unsere Produktion. Dort wird alles gemischt, nochmal qualitätsseitig überprüft, abgepackt und dann verschickt in alle Herren Länder. Mittlerweile schon ein Riesenunternehmen. 2013 ging das Ganze irgendwie los. Mhm. Jetzt 2018 schießt ihr wahrscheinlich oder habt vor, noch ein bisschen mehr durch die Decke zu schießen. Es ist auf jeden Fall natürlich Genuss, der dazugehört. Und über diesen ganz besonderen Matcha-Tee, den werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Und das Schöne ist, dass Sie sich freuen können. Denn es gibt ein Matcha-Einsteiger-Set, so kann man es nennen, für Sie heute zu gewinnen. Ja, knapp 60 Euro ist der Wert und da bekommt man wirklich das, was man dazu braucht, um diesen Teegenuss auch wirklich als quasi Ritual zu vollziehen. Von Teetox, dieses wunderbare Paket, das können Sie heute gewinnen. Das haben nämlich Michael und Felix mitgebracht für Sie, aber wie immer, und das hat sich 2018 nicht geändert, verbunden mit einer ganz schwierigen Frage. Heute wollen wir wissen, was verkauft Teetox denn eigentlich? Ist es A, Tee oder Kaffee? Unter unseren bekannten Telefonnummern unter der 01379881404 aus Deutschland können Sie uns erreichen, natürlich auch aus Österreich und der Schweiz. 18 Jahre müssen Sie sein. Der Anrufbeantworter ist bis um 15 Uhr geschaltet. Das heißt, jetzt schnell zum Telefonhörer greifen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, das muss ich noch mal kurz dazu sagen. Mobil kann es gegebenenfalls auch etwas teurer sein, aber für dieses wunderbare Set ist es wirklich ein sehr gut investiertes Geldchen, kann man dazu sagen. Paar Cent für wirklich neues Lifestyle. Bist du Teetrinkerin, Silvia? Ja. Ja? Ja. Achtest du auch beim Tee auf wirklich gute Qualität? Also hat sich da was verändert in den Jahren? Also da müsste ich noch ein bisschen aufmerksamer werden. Deswegen ist es sehr schön, dass ihr hier seid. Ja, weil ja, man kann wirklich Tee... Es gibt schon Unterschiede, gar keine Frage. Ja, meine beste Freundin zum Beispiel trinkt überhaupt gar keinen Tee normalerweise. Der habe ich neulich auch mal ein schönes Teepaket zusammengestellt. Und sie sagt, es ist unglaublich, wie sich wirklich Tee unterscheidet, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt. 2018, Silvia Hart, heute bei uns. Wir werden uns natürlich ein bisschen auch noch mit dem Tarot beschäftigen, denn dafür bist du ja hier bei AstroTV bekannt. Aber was natürlich immer am Anfang steht... Hast du dir irgendwie für 2018 irgendwas vorgenommen, Vorsätze irgendwie, auch als Lebensberaterin? Ja, ich habe mir ein kleines bisschen was vorgenommen, aber jetzt auch nicht so groß. Ich lasse auch alles so ein bisschen fließen. Ich möchte Seminare geben, weil ich immer mehr gefragt werde. Vielleicht sind einige Leute auch immer neugieriger geworden und sich auch so ein bisschen natürlich nicht nur mit Tee, aber auch mit der Seele zu befassen. Und Tarot ist natürlich das, ja, das, die Karten dafür, weil sie eben diese Seelen ansprechen. Es ist ja, selbst die großen Zweifler, muss man ja wirklich sagen, haben irgendwie trotzdem Interesse daran. Also ich kenne ganz viele, die sagen, ah ja, hier AstroTV und so weiter und so fort. Aber wenn du dann nochmal nachfragst, haben sie meistens schon Erfahrungen doch gemacht mit irgendjemand, der die Karten gelegt hat, doch in irgendeiner Form mal so ein spirituelles Erlebnis gehabt. Also wir gehen ja jetzt in ein Jahr der Liebe, wir gehen ins Venusjahr. Ist das ein Jahr, auf das ihr Berater euch auch freut, weil die Offenheit vielleicht noch größer wird?
Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Jahr, das Venusjahr, weil es eben auch mit Gestaltung, mit Schönheit zu tun hat, mit den schönen Dingen, also nicht nur mit der Liebe, aber auch mit den schönen Dingen und all das gehört ja dazu, weil wir eben dann an unsere Kraft geführt werden und natürlich hat es auch sehr viel mit den Frauen zu tun und die sind ja noch so ein bisschen näher an diesen gerade spirituellen Dingen, was auch Tarot oder so anbelangt. Aber in anderen Ländern ist das ganz normal. Wobei ich finde, dass sich die Männer immer mehr öffnen und nicht immer alles nur rational wegdrücken, sondern wirklich auch zugänglicher geworden sind. Ja, bei den starken Frauen müssen sie wohl mithalten, würde ich sagen. Ja, da hast du vollkommen recht. Silvia, du selber bist ja hier mit deinem eigenen Tarotblatt auch immer unterwegs bei AstroTV. Nutzt du selber denn auch die Karten? Also auch für dich selber? Auch für mich selber. Ich lege mir immer die Karten, jeden Tag. Ja? Ja. Mit einer Tageskarte quasi oder machst du eine richtige Legung? Nein, ich ziehe mir meistens 3 Karten, also um die Schwingung von mir zu verstehen, auf die ich mich so einlassen muss mit mir selber und auch auf das, was die äußeren Einflüsse sind und was das Ergebnis sein wird. Das mache ich immer, jeden Tag, bevor ich anderen Menschen die Karten lege. Ja. Ist das etwas, was du auch vielleicht den Menschen mit auf den Weg geben würdest? Also jetzt wirklich sich mal vielleicht mit den Karten zu beschäftigen, mal so eine Tageskarte oder vielleicht auch diese Dreierlegung zu machen, um am Abend den Tag vielleicht nochmal anders Revue passieren zu lassen? Also ich sag mal, es ist grundsätzlich immer gut, sich mit sich zu beschäftigen und sich selbst zu reflektieren. Und ich glaube nicht, dass es morgens sein muss. Es kann auch abends sein, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil wir haben ja auch nicht immer so viel Zeit oder diese Momente dafür. Und von daher, ich denke, jeder soll seinen eigenen Rhythmus finden. Mhm. Und da ich ja Menschen berate, habe ich meinen Rhythmus eben davor, weil das hat sich bei mir so eingebürgert sozusagen, dass ich das dann mache. Mhm. Und das Verrückte ist ja auch, dass das auch jeder individuell ist. Also es gibt viele Berater, die sich zum Beispiel die Karten selber nicht legen, weil sie sagen, dann bin ich zu befangen oder ich kann das gar nicht. Und jeder muss natürlich so seinen Weg herausfinden, ausprobieren. Mhm. Offenheit, das gehört natürlich dazu. Und wie gesagt, da haben wir vorhin schon drüber geredet, die Menschen werden ja immer offener. Du hast jetzt hier 2 verschiedene, das liegt aber nur an den Größen wahrscheinlich, ne? Ja, also das, wie gesagt, das Deck, das ursprüngliche Deck ist ja so gemacht, dass man eben genau sieht, was es bedeutet. Das heißt, für die Leute, die jetzt nicht jetzt in 10 Büchern rumwühlen möchten, sondern... Also, dass ich mir jetzt, darf ich es anfassen? Na klar doch. Ja, manche mögen das nicht, wegen den Energien oder so. Also ich könnte mir jetzt hier eine Tageskarte ziehen von dem Großen und würde sie selber schnell deuten können. Ja, ne? Weil du ablesen kannst. Ne? Es gibt verschiedene Bereiche, allgemeine Bedeutung. Ne? Es gibt natürlich ein Urprinzip der Karte. Und dann gibt es eben auch, wenn du jetzt wissen willst, was ein Liebesding los ist, ne, dann kannst du da auch noch mal genau. Muss ich denn was fragen oder kann ich einfach auch so reingreifen? Du kannst auch einfach so reingreifen, ganz unbefangen machst du ja so oder so. Ich würde natürlich dann lieber die linke Hand nehmen. Um zu ziehen, ja, ist schon richtig. Okay, ist da sind richtig, ein paar schon rausgefallen, die zu mir wollten, glaube ich. Ja, das ist eine ganze Menge. Die finde ich gut. Sie möchte lernen und lesen. Der Hohepriester. Ja. Was hat der denn für eine Aussage? Moment, jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich die Karte selber auch... ich bin ein bisschen raus. 3 Wochen Urlaub haben mir nicht gut getan. Unheimlich viel Energie, die Dame. Schon, oder? Muss man wieder ein bisschen runterkommen. Oh, die Hände werden Die werden immer länger. Wahrheitssuche, Glaube und Vertrauen, erfüllte Aufgaben, wahre Berufung, Selbstfindung, Amt, gegenseitiges Vertrauen, wachsende Zuneigung, tiefen Sinn in Liebe erfahren, gegebenenfalls Heirat, Suche nach wahrer Berufung, Selbstfindung. Also es hat etwas mit Lernaufgaben zu tun. Also für mich wäre heute der Tag ein bisschen was zu erlernen. Ja, aber auch zu lehren. Du kannst dein Wissen auch weitergehen. Aber ursprünglich, ich meine, der Priester steht ja für was. Der hat ja Wissen. Und es geht ja darum, wie kommen wir an dieses Wissen ran. Und im Tarot ist es so, dass wir natürlich über unsere Seele in das Wissen kommen. Mhm. Und der Hohepriester steht natürlich eben auch dafür, dass er auch Geheimnisse hat und die wir auch über uns selbst erfahren. Es hat aber auch viel mit unserem inneren Vertrauen zu tun, an das Höhere, an das, was versteckt ist, sozusagen das Verborgene rauszufinden. Aber das ist ja immer ganz schön, dass wirklich auch die Einsteiger heutzutage wirklich Karten bekommen, wo die Erklärungen schon mit dabei sind, sodass man wirklich auch ohne großartiges Wissen loslegen kann und dann kann man es ja eh verinnerlichen. Ich komme gleich nochmal zu dir, denn 2018 ist natürlich auch ein spannendes Jahr für leichter Leben. Wir feiern heute in einem Monat unseren 8. Geburtstag, das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich interessiert es uns auch, was die Karten so 2018 für uns so ein kleines
irgendwie nicht bereithalten. Also vielleicht fängst du schon mal an, langsam zu mischen, bis ich wieder zu dir komme. Und dann gucken wir mal, was 2018 auf uns so zukommen wird. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen. Um 17 Uhr heute übrigens ist Gabriele Iazetta wieder mit am Start. Da ist sie wieder in Berlin mit ihrem intelligenten Schmuck. Und wenn sie es bis dahin nicht aushalten können, dann zeigen wir ihnen, wie sie auch jetzt schon bestellen können. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iazetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iazetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iazetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Der Hexenkalender für 2018 ist da. Neben zahlreichen Feiertagen der verschiedensten Religionen gibt es viel Platz für Notizen und eigene Einträge. Stefanie Gralewski, die Expertin für Rituale und Mythologie, führt sie mit mehr als 200 verschiedenen Ritualanleitungen durch ein Jahr voller Liebe, Glück und spirituellem Wachstum. Übrigens, die Kalenderfamilie hat Zuwachs bekommen. Erstmals gibt es für 2018 auch einen großen Wandkalender mit mystischen Fotos und spannenden Ritualen. Bestellungen und weitere Informationen unter Telefon 030 95 61 9248. Göttinnen der Welt hast du heute auch wieder mitgebracht, 12 an der Zahl. Quasi kann man aber auch sagen 24, wobei den einen Kalender, das lohnt sich gar nicht mehr, den heute wirklich zu präsentieren. Da sind quasi nur noch eine Handvoll da. Richtig. Das heißt, wenn Sie sagen, von dem habe ich aber was gehört, von dem mystischen Wandkalender der Stefanie Gralewski, dann kann man jetzt natürlich auch noch mal schnell anrufen und sich wirklich eins der letzten Stücke noch sichern. Genau. Ansonsten, 2018 ist natürlich immer noch das Jahr, wo man sich darauf vorbereiten kann und mit deinem Kalender auf eine ganz besondere Art und Weise. Genau, das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Also, genau, man kann entweder mit dem Fotokalender mal in das Jahr hineinstarten. Auf jedem Bild des Fotokalenders gibt es natürlich ein schönes Foto, entstanden auf Rügen, an einem oder jedes Foto an einem anderen ganz besonders spirituellen oder energetisch tollen Kraftplatz. Und mit einem Ritual, also ich stelle eine Göttin vor und gebe das dazugehörige Ritual gleich mit dazu. Das heißt, dass jeder für jeden Monat auch gleich was ausprobieren kann. Natürlich ist es ganz normal auch unten ein Kalender. Das heißt, wir finden das Datum, Wochentage und Ähnliches natürlich mit dazu und die Feiertage in Deutschland auch. Ja, was ich ganz schön finde, denn viele Menschen brauchen heutzutage ja wirklich auch eine Hand. Die brauchen jemanden, der ihnen vielleicht Inspirationen gibt. Die würden so gerne Dinge verändern, sie würden gerne Dinge tun, wissen aber nicht wie. Genau. Mit Hilfe von deinem Fotokalender hat man zum Beispiel einmal im Monat schon, ja, man kann sagen, eine kleine Aufgabe, die man ja erledigen kann. Genau, und kann sich entscheiden, wann im Monat man das tun möchte. Genau, also da geht es nur um den Monat, da geht es aber nicht um einen bestimmten Tag. Aber das Schöne bei deinen Produkten ist ja, und auch heute hast du eben nicht nur den wunderbaren Kalender mitgebracht, wo eben diese Rituale beschrieben sind, sondern du hast auch noch das Zubehör mitgebracht. Und wir wissen natürlich alle, Licht spielt bei Ritualen immer eine ganz besondere Rolle, Farben spielen eine ganz besondere Rolle. Und deswegen hast du auch wieder ein Kerzenset mitgebracht, das man auch heute wieder bestellen kann unter der eingeblendeten Telefonnummer, auch hier nochmal der Hinweis, da sitzt wie immer die Mama gerade am Telefon. Genau. Das heißt, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn sie nicht sofort durchkommt, wenn sie nicht sofort abnimmt, geben Sie nicht auf, notieren Sie sich die Telefonnummer ab 17 Uhr. Stefanie Gralewski selber wieder am Telefon. Richtig. Auch da können Sie natürlich anrufen und sich beraten lassen. Ja. Aber Sie können sich Dinge schon mal sichern und diese
verschiedene Sets, Kerzensets, über die wir reden, ja, die sollte eigentlich jeder spirituelle Mensch, der so ein bisschen Empfindungen haben möchte, sich nach Hause holen, oder? Ja, genau, weil das ist einfach, also gerade dieses Set ist die Basis. Ja, also wir sprechen hier von Stabkerzen, von durchgefärbten Stabkerzen. Ich sage das hier ganz oft, wenn ich über Rituale spreche, benutzen Sie bitte ausschließlich durchgefärbte Stabkerzen, denn es geht ja wirklich um die komplette Farbenergie. Dass Farben Energien haben, ist ja schon hinreichend, auch wissenschaftlich belegt. Und das soll natürlich auch in den Kerzen so sein. Sie bekommen hier 11 durchgefärbte Stabkerzen. Sie können bei der Bestellung auch gerne sagen, Mensch, ich habe eher so ein Geldthema, packt mir doch ein paar grüne mehr rein, die eben für das Geldthema stehen. Oder bei mir geht es eher um die Liebe, ich brauche ein paar mehr rote oder rosa. Ne? Das können wir gerne tun, da gehen wir gerne auch auf Wünsche ein. Genau, und deswegen ist es auch gut, wenn man ab 17 Uhr anruft, denn genau, da kann man wirklich sagen, mein Thema 2018 ist mehr dieses, genau, oder jenes, und dann kannst du auch wirklich direkt ja, quasi beraten. Richtig. Und die richtigen Kerzen wirklich an die Hand geben. Genau. Also Nummer ruhig aufschreiben, Sie können auch jetzt anrufen und auch jetzt direkt schon bestellen. Genau, und dazu gibt es diese große Jumbo-Kerze, die ist innen rot, außen schwarz, die gibt es nicht so oft. Ich spreche trotzdem ganz oft von den Reversible-Kerzen, die Umkehrung bedeuten. Das heißt, mit diesen Kerzen geht es darum, dass sie alles, was negativ in ihrem Leben passiert ist oder vielleicht auch gerade passiert, ins Positive umwandeln können. Das ist, die Kerze unterstützt sie auch wieder, ja, wieder in den Glauben zu kommen. Manchmal verliert man das, wenn man in einer negativen Situation ist, dann hat man manchmal das Gefühl, ich komme da gar nicht mehr richtig raus. Und gerade Kerzen geben uns eben die Kraft, geben uns Unterstützung, dass wir eben wieder Mut fassen und es wenigstens mal probieren. Und wir merken einfach, dass die Kerzen generell haben Kerzen oder das Kerzenlicht ja eine positive Wirkung auf uns. Ja, und wir merken, wenn wir dann in ein Ritual gehen, wenn wir eine Kerze entzünden, dass es einfach uns wieder den Glauben auch zurückgibt. Und du hast auch noch ein kleines Ölfläschchen, genau, dabei, das in deinem Basispaket auch nicht fehlen, mhm, soll. Was ist das Besondere bei Come to Me? Genau, also das ist ein Original Anariva-Öl aus den USA, das ich hier immer mit dazu gebe, mit dazu lege, denn das ist eine geheime Rezeptur, sehr intensiv. Ich verwende das auch für meine Rituale. Eine sehr spannende Geschichte. Und das ist ein Wunschöl, ein universelles Wunschöl. Das heißt, es funktioniert für alle Kerzen, die hier mit dabei sind. Aber auch da haben wir natürlich die Möglichkeit, im individuellen Gespräch das auszutauschen. Das heißt, komm zu mir, das bedeutet, es ist nicht unbedingt nur der Ex-Partner damit gemeint, sondern wirklich Dinge, die im Leben vielleicht mangelgerade sind, wo man sagt, ich wünsche mir ein bisschen von dieser oder jener Lebensqualität. Genau. Und dann hat man natürlich das passende, genau, Ritualöl. Richtig, und das muss man auch nicht nur auf die Kerzen tun, sondern man kann es zum Beispiel, wenn man ein eigenes Geschäft hat und sagt, ich möchte das gerne ein bisschen ankurbeln, dann kann man einen Tropfen davon in die Kasse geben, man kann einen Tropfen davon ins Portemonnaie geben, um den finanziellen Fluss wieder voranzubringen. Wenn man vielleicht noch echte Briefe schreibt, ja, an seinen Liebsten, das könnte ja sein, auch dann kann man da ruhig einen Tropfen mit dazu geben, um das Ganze eben wirklich am Laufen zu halten. Ja, und es geht einfach um was ganz Schönes, nämlich, dass es Klick im Kopf macht, ja, und dass man einfach so ein gutes Gefühl bekommt, weil man eben einen Unterstützer hat und manchmal, genau, ja, kann der Glaube ja auch Berge versetzen. So ist es ja nun mal. Ganz genau. Und letztendlich geht es darum, aktiv zu werden. Genau. Ja, wirklich was zu einfach ändern, zu tun. Ja, genau. Und wir alle wissen ja, wenn wir aktiv mit unseren Gedanken auch umgehen, dann passieren Dinge. Ja. Wenn wir uns Sachen wirklich, genau, vornehmen, dann haben wir ein gutes Gefühl, mhm, und dann schaffen wir wirklich so vieles. Und wenn man hier eben die passenden Hilfsmittel hat, genau, dann ist man auch gut ausgestattet für 2018. Du sagst immer, das ist dein Basispaket, mhm, wobei ich immer sage, das nächste Paket, über das wir reden, das ist eigentlich das Basispaket, mhm, wo ich sage, da hast du wirklich an alles gedacht. Denn es gibt ja die Menschen, die sagen, ich finde Rituale toll und ich würde auch fast jeden Monat ein Ritual machen, aber ich weiß gar nicht, welches Räucherzeug ich brauche, ich weiß gar nicht, wie ich an die Kohle rankomme, es ist mir alles so umständlich, die Dinge zu organisieren. Hier bekommt man gerade eine Anleitung und das komplette Zubehör. Ja, alles fürs ganze Jahr. Und das für einen Preis. Und da erwähne ich wirklich nochmal die 139,90 €. Wir alle wissen, wie teuer Kerzen sind. Vor allem wirklich auch solche Kerzen, die du hier mitgebracht, genau, hast. Da kosten teilweise 2 Kerzen schon das, was du, richtig, hier für 8 große Glaskerzen, genau, ja, den Zuschauern quasi mit auf den Weg gibst. Absolut. Und sie können heute wirklich bestellen. Tolles Set, finde ich.
entscheiden Sie selber. Genau, und wir haben auf diesen Gaskerzen nicht nur, dass die von vorne schön aussehen, guck mal, ich gebe sie dir, du hältst es immer viel schöner in die Kamera, sondern wir haben hinten eine komplette Anleitung drauf. Das heißt, was bedeutet dieses Jahreskreisfest? Warum feiern wir das überhaupt? An welchem Datum findet es statt? Das heißt, Sie können auch nie wieder ein Jahreskreisfest verpassen, weil die Daten stehen da schon mit drauf und eben die Anleitung, dass Sie, was Sie mit dem Räucherwerk machen, was ja dabei ist, ja, das, auch das steht da komplett mit drauf. Auch das Räucherwerk ist genau portioniert, dass Sie das verwenden können. Da müssen Sie also keine großen Tüten kaufen, sondern wirklich genau für dieses Jahreskreisfest. Und letztendlich geht es darum, dass Sie sich auf das Jahr einlassen, dass Sie die Jahresenergien spüren. Schauen Sie, unser Jahr verändert sich. Ja? Also das heißt, ich höre immer wieder von den Menschen, Mensch, jetzt ist das Jahr schon wieder um und jetzt haben wir schon wieder angefangen und wir haben heute schon wieder den 8. Januar. Und es geht darum, die Energien des Jahres zu fühlen, um mitzugehen und die auch zu nutzen. Ja, und ich finde wirklich, es ist ein tolles Set, denn es macht uns ein bisschen mobil. Wir müssen aber nicht Ewigkeiten auf die Suche gehen nach wirklich der richtigen Mischung. Das Einzige, was man zu Hause haben sollte, und das hat ja wirklich jeder, ist ein feuerfestes Gefäß. Und dann hat man aber die Kohle, man hat die Kerze, man hat die Räucherung und man kann im Endeffekt wirklich loslegen. Und man hat 8 verschiedene Rituale, die man ja auch in den Kopf natürlich dann bekommt und damit auch viel mehr Leichtigkeit erfahren kann. Richtig, und wir haben alle 6 Wochen ungefähr ein Jahreskreisfest. Mhm. Ja? Und da sind Sie auf jeden Fall mit vorbereitet. Das heißt, mit diesem Paket brauchen Sie sich in diesem Jahr gar nicht weiter darum kümmern. 139,90 €. Ich finde, es ist wirklich ein toller Preis für wirklich tolle Kerzen, die du mitgebracht hast. Also Sie sollten nicht lange zögern. Jetzt sitzt noch Mama Gralewski quasi am Telefon unter der eingeblendeten Telefonnummer. Ab 17 Uhr, da erreichen Sie hier unsere Hexe höchstpersönlich. Genau. Und die hilft Ihnen natürlich weiter. Denken Sie dran, es gibt wirklich tolle Produkte bei dir. Man kann sich Informationen holen. Es gibt den Kalender. Es gibt natürlich auch, über den haben wir fast gar noch nicht geredet, aber der ist im Endeffekt ein Selbstläufer. Wer ihn jetzt noch nicht hatte, ist selber schuld, aber er kann ihn sich noch bestellen. Genau, nämlich auch wirklich ein tolles Buch, das Sie 365 Jahre durchs... Tage? 365, ich bin heute noch ein bisschen durcheinander. 365 Tage durch das Jahr führt, wo Sie Notizen machen können, wo Sie eben auch viele Erklärungen bekommen. Auch den können Sie natürlich bestellen. Ansonsten ab 17 Uhr Stefanie Gralewski persönlich. Bis in den Abend, auf jeden Fall. Genau. Und denken Sie dran, der mystische Kalender, der ist auch wirklich was ganz Besonderes. Da sind aber wirklich nur noch eine Handvoll da. Also wenn Sie sich den sichern wollen, dann jetzt schnell sein. Wandkalender Göttinnen der Welt. Es gibt den Taschenkalender, es gibt die Kerzen, es gibt das passende Räucherwerk dazu und das alles bei dir. Genau. Ich freue mich. Ich mich. Wir sehen uns morgen schon wieder, ne? Richtig. Da geht es aber um den Zukunftsblick und um die wahre Geschichte. Jetzt geht es um den Mondkalender. Wir wollen Ihnen natürlich auch mal wieder zeigen, was diese Woche so alles auf einen zukommen kann und worauf man achten sollte. Zubereitung, denkt man immer, ist ganz einfach. Ist sie auch, wenn man sich hier für die Skinny-Variante entscheidet. Denn da hat man die Teepyramiden, die man im Endeffekt einfach, wie man es gewohnt ist, wie einen klassischen Teebeutel reinhängt. Beschreibung ist auch da, 5 bis 7 Minuten ziehen lassen. Genau. Wunderbar, muss man nicht allzu viel erklären. Es gibt aber natürlich auch einen Trend in Sachen Tee. Und Michael Decker und Felix Ilse sind zu uns gekommen, die quasi Geschäftsführer von Tee.
Detox, einem jungen Unternehmen, das sich aber ganz bewusst für ein Lebensmittel entschieden hat, das unserem Körper so wahnsinnig gut tut. Mhm. Es ist der Skinny, die Skinny-Variante oder der Tee, den man jetzt hier so sieht. Aber es gibt natürlich schon auch da eine Weiterentwicklung, wobei es ja auch ein ganz altes Rezept ist, der Matcha-Tee, auch wenn wir seit kurzem immer mehr davon hören. Genau, ja, Matcha ist eigentlich schon seit Jahrhunderten, ich glaube vor 800 Jahren oder so, sind die ersten Aufzeichnungen, wo man Matcha benutzt hat. Auch so ein bisschen sehr, sehr früh in der Teekultur, würde ich mal sagen, aufgenommen, vor allen Dingen in Japan, wo das Grünteeblatt gemahlen wird und da wird ein Pulver draus gemacht und das schäumt man sich dann aus. Ist so ein bisschen wie so ein Espresso, könnte man sagen, mit so einer leichten Schaumschicht. Machen wir auch gleich. Jetzt Ihr habt auch einen Film mitgebracht. Da sieht man natürlich auch, was Tee trinken heutzutage bedeutet. Das hat was wirklich mit Genuss, das hat was mit Entschleunigung natürlich nach wie vor zu tun. Also Tee ist schon irgendwie ein anderes Mittel als ein Kaffee, der mich pushen soll, wobei Tee natürlich auch pushen kann. Mhm. Genau, ja, der Matcha, da ist auch sehr viel Koffein enthalten. Viele trinken ihn als Kaffeeersatz. Jetzt gerade für die Neujahrsvorsätze kann man es sehr gut machen, wenn man sagt, ich will weniger Kaffee trinken. Kann man sich morgens einen Matcha machen oder auch einen Matcha-Latte. Ist viel Koffein enthalten, aber das Koffein wird ein bisschen anders abgegeben an den Körper durch die enthaltenen Aminosäuren. Durch die Verbindung sagt man, ist man bis zu 6 Stunden wach. Also nicht, man hat nicht so ein sehr schnelles Kaffee hoch und dann tief, sondern es wird langsam an den Körper abgegeben. Und es kommt eigentlich auch von zen-buddhistischen Mönchen, die den Matcha getrunken haben, um konzentrierter meditieren zu können. Also, dass die wirklich wach waren und sich dann auf sich selbst konzentrieren können. Und, man sieht es ja hier schon. Also, wir haben gerade mit unserer Hexe Stefanie Gralewski über verschiedene Rituale geredet. Das hat schon was mit Bewusstsein zu tun. Es hat schon auch was damit zu tun, dass man eben auch in einen anderen Flow kommen kann und seine Gedanken natürlich auch neu sortieren kann, mithilfe eines Genussproduktes wie dem Matcha-Tee. Ihr habt Pakete und das finde ich eben was ganz Besonderes. Also, hier sieht man schon, es hat ein bisschen was mit einem grünen Smoothie an Ähnlichkeit. Ja. Und was man sehen kann, ist, dass ihr natürlich auch clever mitdenkt und den Menschen eben die Produkte schön nach Hause liefern wollt. Also mit dem Einsteiger-Matcha-Set hat man alles, was man braucht, oder? Genau, also traditionell in Japan wird immer eine Matcha-Schale oder Shaban genannt verwendet, die einfach noch ein bisschen tiefer ist als eine gewöhnliche Müsli-Schale vielleicht, wo man dann eben den Tee oder den Matcha besonders gut drin aufschäumen kann. Wir zeigen gleich, wie das funktioniert. Oder haben es auch gerade in dem Filmchen ein bisschen gesehen. Dazu ist dieser, viele nennen ihn Rasierpinsel, ist es natürlich nicht. Es ist ein aus Bambus handgefertigter Matcha-Besen oder Shazen auf Japanisch genannt, mit dem 80 Borsten letztlich das Aufschäumen ermöglichen oder besonders gut ermöglichen, sodass der Tee sich mit dem Wasser komplett vermengt und eben dann auch gleich sichtbar etwas schaumig wird. Mhm. Dann ist der Matcha quasi perfekt zubereitet. Wer es ganz genau haben möchte, kann mit dem kleinen Shashaku-Bambus-Löffel auch noch die Dosierung sicherstellen. Wenn man hier ein kleines Häufchen drauf hat, einmal in die Dose gegangen, hat man die ideale Menge. Das steht aber auch immer überall auf dem Set mit drauf. 1 Gramm reicht eigentlich für eine Portion Matcha. Und genau. Ja, also öffne ich jetzt einfach mal, oder? Lassen wir es mal klicken. Das ist ein sehr grünes Pulver. Das ist durch den Anbau entwickelt, das Blatt mehr Chlorophyll, dadurch, dass die Plantage komplett abgedeckt wird mit so einer schwarzen Folie. Und dadurch schön kommt staubig. Dadurch kommt diese sehr kräftige grüne Farbe zusammen. Es hat schon was Mystisches quasi, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man das macht, dann erlebt man was, würde ich mal sagen. Es ist aber auch schön, dass man sich mal 5 Minuten Zeit nimmt dafür, halt so eine kleine Teezeremonie zu Hause zu machen und dann trinkt man es und ist danach wieder fit für den Tag. Ihr seid das heißt bei einem Fernsehsender, wo wir uns diese 5 Minuten Zeit nehmen, einfach mal mit Genuss einen Tee zu trinken, oder? Ein altes Sprichwort sagt, Tee verträgt keine Eile, insofern ist das eigentlich perfekt beim Matcha sichtbar. Genau. Jetzt nehme ich natürlich das Schüsselchen und wie viel? Genau, so immer so ein gehäuftes, so ein gehäufte das Größe, das so einen halben bis einen Teelöffel, sagt man, je nachdem, wie stark man ihn mag oder ob man es mit Milch vermischt oder nicht, ist dann da drin. Und da schüttet man jetzt so 70 bis 80 Grad heißes Wasser drauf. Wichtig, dass es nicht zu heiß ist, wie man von Grüntee kennt, dass sonst ein bisschen zu bitter wird. Okay. Und genau, da jetzt ein bisschen was drauf gießen, nicht zu viel. Und gehe ich jetzt schon mit dem Rasierpinsel? Genau. Du musst die kurz ein bisschen wegstellen, sonst kann man es nicht sehen. Und jetzt so in W- oder in Zickzack-Bewegung aufschäumen. Okay. Schön schnell aus dem Handgelenk.
So 20, 30 Sekunden, dann sieht man schon, wie es so ein bisschen anfängt zu schäumen. Okay. Mhm. Und der Matcha sich mit dem Wasser vermengt. Ja. Bedarf auch ein bisschen Übung auf jeden Fall. Oder jeder das macht so ein bisschen. Jeder ich macht immer so ein bisschen. Es noch nicht wirklich gut zu machen. Merken Sie das? Sie kritisieren mich ein bisschen unterschwellig, nein, aber wunderbar ich spüre aus. Das schon. Hier ist es jetzt perfekt. Ja, das geht. Ich wollte einfach mal, dass man einfach, es ist sozusagen ein Lifehack, den wir gerade machen, um zu testen, ob es wirklich so einfach ist. Ja, stimmt. Herr Ilse, Sie scheinen nicht ganz zufrieden zu sein. Doch. Es wird. Da merkt man ja schon, der Schaum entsteht, das ist ein richtig schön feiner Schaum. Und ja. Okay, wie lange muss man das machen? Das hat schon was mit Fitness zu tun, was man hier macht. Das heißt, dieser Tee. Nein, aber es ist was ganz Schönes, weil man wirklich. Jetzt hier beim Fernsehen ist es natürlich noch ein bisschen was anderes. Und dann schütte ich noch mal nach, ja? Genau, je nachdem, wie stark man den mag. Also die ganz hartgesottenen Japaner würden auch nur so viel Wasser, wie wir am Anfang hatten, drin benutzen. Dann ist es aber schon ein sehr hochkonzentrierter Grüntee oder sehr hochkonzentrierter Genuss, den man da hat. Es ist halt so eine leichte, feinherbe Note, je nach Qualität, die man benutzt. Bei uns ist es so ein bisschen süßlich. Je schlechter die Qualität wird, würde ich mal sagen, umso bitterer wird es. Mhm. Und da genau, je nachdem, wie doll man es mag, kann man ein bisschen Wasser nachschütten oder nicht. Okay. Ist auch immer das Wichtige, dass einem das ja auch schmeckt, was man trinkt. Trinkt man den heiß? Kann man den auch kalt trinken? Oder ist es schon eher, damit er nicht zusammenfällt, ein Warmgetränk? Genau, also es gibt viele Menschen, die das auch zum Beispiel für Smoothies oder Ähnliches benutzen als Zusatzzutat in unserem kleinen Heft, was wir da auch haben, dem Matcha in You. Das ist das Äußere. Zeigen wir auch viele verschiedene Zutaten, die man damit machen kann. Also man kann es zum Kochen benutzen, um so einen besonderen Geschmack zu geben für ein Salatdressing oder auch um eine Gesichtsmaske zu machen, wenn man den Matcha mal als Beauty-Zutat nutzen will, um den grünen Tee, um die grüne Tee-Wirkung sozusagen zu erlangen. Also es ist vielseitig einsetzbar, aber so ist die traditionelle Zubereitung mit warmem oder heißem Wasser. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich war vor der Sendung ja auch mal auf eurer Internetseite, da mal vorbeizugucken, denn da kriegt man schon sehr, sehr viel Informationen. Man kann auch wirklich schon von eurer großen Produktpalette einiges erkennen. Mhm. Auch eben, was wir zu Beginn der Sendung gesagt haben, dass Tee trinken heutzutage eben nicht nur irgendetwas Verstaubtes ist, sondern dass es wirklich zum guten Ton, zum Lifestyle angehört und immer mehr junge Menschen trinken ja nun mal auch wirklich gerne ein Tässchen Tee. Ja. Und hier kann man es ein bisschen außergewöhnlicher erleben. Ich komme gleich noch mal zu mir. Mir ist er ein bisschen zu heiß. Kann ich hier noch ein klein wenig abkühlen lassen? So, und dann noch mal zu euch zu kommen, um dann den Test zu machen. Riechen tut er auch ein bisschen wie so ein grüner Smoothie. Ja, kann man sagen. So ist es. Riecht auf jeden Fall gesund. Also ich glaube, man tut sich da einiges Gutes auf jeden Fall. Und durch das Koffein merkt man auch sofort die Wirkung. Genau. Und Sie können etwas Wunderbares gewinnen, denn Sie können diese Zeremonie, die wir gerade vorgeführt haben, tatsächlich zu Hause auch machen. Im Wert von um die 60 Euro bekommen Sie nämlich das Einsteiger-Tetox-Matcha-Set. Da ist alles enthalten, was Sie zu diesem genussvollen Getränk benötigen. Aber Sie müssen natürlich auch etwas tun, nämlich eine Frage beantworten. Und die ist auch heute wieder machbar. Was verkauft Tetox? Ist es A-Tee oder ist es B? Kaffee. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir für Sie zu erreichen. Bis 15 Uhr ist unser Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre sollten Sie sein. Und ich muss Sie wie immer darauf hinweisen, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, dass es mobil gegebenenfalls auch etwas teurer werden könnte. Aber wie gesagt, machen Sie mit, denn das ist wirklich was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Erlebnis. Ne? Kein Teebeutel einfach nur reingehangen, sondern hat schon auch was mit Spiritualität ein bisschen zu tun, ne? Ja, es hat immer mehr damit zu tun und es ist auch schön, dass es solche Menschen gibt, die so etwas machen, weil die Menschen werden immer mehr rangeführt an diese wirklich meditativen Momente, die wirklich wo wir merken, wir haben wieder mit uns selber zu tun, wir bekommen wieder Kontakt zu uns. Junge Menschen, viele, viele junge Menschen, die
man muss es ja sagen, wir sind natürlich auch als AstroTV spiritueller Sender, wo viele Vorbehalte haben und sagen, aber wer einmal bei uns war und wer einmal hier unser quasi leichter Leben kennengelernt hat, der denkt sich auch, nee, es ist eigentlich ganz toll, weil das, was wir hier vorstellen, ist ja genau das, was Sie zu Hause auch interessiert. Nämlich es geht um Lebensgefühl, es geht in irgendeiner Form wirklich auch um ein leichteres Leben und tolle Produkte von vielen jungen Startup-Unternehmern, die sich Gedanken um die Zukunft, um die Welt, um alles machen. Gefällt mir gut. Deswegen müssen wir jetzt nachfragen, wie geht es denn 2018 quasi mit, hast du schon reingeguckt und hast deswegen so gemacht, mit leichter Leben weiter? Ja, mit leichter Leben geht es ganz sicher weiter. Da brauche ich eigentlich nicht die Karten, aber wir können sie trotzdem noch mal nehmen, weil es ist wirklich, ja, da geht es um die Selbstentwicklung und Menschen, die die Möglichkeit haben, hier bei AstroTV sich zu präsentieren, und es ist einfach toll, dass die das machen können. Ja, manchmal haben wir diesen großen Nachteil, das muss man wirklich sagen, man kennt uns zu wenig mit unserem Magazin, als dass wirklich auch viele Leute das wirklich ansprechend finden würden. Viele wünschten sich wirklich so eine Sendung, aber wissen gar nicht, dass es uns gibt. Naja, das Netzwerk, ich meine, da sind ja die jungen Profis, ne? Wir sind vielleicht ein bisschen langsamer, wir überlegen, ob wir wieder mal einen Brief schreiben, ja, aber ihr WhatsApp das oder wie auch immer schon dahin, und von daher gehe ich mal davon aus, dass es sich bewegen wird. Ein Miteinander sozusagen, ja. Und das ist ja auch etwas, was wir bewegen wollen. Wir wollen Menschen wirklich mit dieser Sendung Anregungen geben. Ich sage immer, und da sind wir auch ehrlich, wir können nicht jeden Tag ein Feuerwerk machen, aber wir probieren schon gezielt eben tolle Dinge, die begeistern, rüberzubringen. Und ich finde, hier mit zum Tee kann man das wirklich wunderbar auch schon mal zeigen. Ne? Das ist wunderbar. Ich habe auch was gelernt. Komm, leg die Karten, Silja. So. Sag uns, worauf wir achten müssen. Worauf müssen wir achten? Was ist los 2018? Was ist los 2018 hier? Bei leichter Leben? Okay, dann sind wir jetzt dabei. So, also es fängt ja schon mal an. Das ist ja schon mal gut, wie das anfängt. Das heißt, leichter Leben hat sich etabliert. Ist wirklich der Sender, der auch ein System hat. Und vor allem auch auch Prinzipien rübergibt. Das ist gleich die erste Karte, der Kaiser. Das ist natürlich für, das hat auch was mit Stabilität zu tun. Ist eine 4, da wo eine 4 ist, da kann man anfangen. Kaiserprogramm, ja. Was wir hier machen. So, aber in der Außenwirkung, ne, in der Außenwirkung ist hier der Mond. Ja, der Mond hat immer noch so Aspekte, so, naja, was ist denn das? Da ist das Unbewusste, und das Unbewusste soll ja auch rauskommen. Das bringt uns ja auch in unser Bewusstsein. Und da, ich sag mal, da ist noch ein bisschen was zu tun, aber das wird sich hier, das sieht man auch schon nahe Zukunft, das wird sich definitiv entwickeln. Es sind ja auch viele Ängste, ne? Also Menschen haben natürlich auch so ein klein wenig Angst oder natürlich auch Respekt. Das finde ich aber auch gut, wenn man so ein bisschen Respekt vor euch und auch vor den Karten hat. Naja, also vor den Karten sollte man keine Angst haben, aber man kann es wirklich benutzen, um noch mehr festzustellen. Ich sage, wenn ich das Kartenbild jetzt hier auf einen Blick, ich habe ja diesen geschulten Blick, das Universum ist das Ziel. Und das ist für leichter Leben, ich würde wirklich sagen, das Absolute, weil das ist auch die Öffentlichkeit, das ist die Welt. Man zeigt sich nach außen in der Spiritualität, auch wenn es jetzt vielleicht für einige Menschen immer noch so ein bisschen diffus ist. Es wird aber klarer und es etabliert sich schon innerhalb der nächsten 8 Wochen, wird immer mehr Zuwachs kommen, und vor allem geht es auch wirklich um, ja, ich sag mal, Heilung und Mitteilen von heilenden Dingen. Das haben wir ja hier jetzt auch gesehen. Und das hat eine tolle Entwicklung. Ja, mhm. Es gibt sicherlich manchmal Zweifler, die wird es überall geben. Aber leichter Leben ist dabei, richtig wunderschön sich zu entwickeln. Das muss man, also das, ich finde, das kann man hier mit Michael und Felix bestimmt auch besprechen, dass man sagt, man wird immer Zweifler haben. Selbst in einem Bereich wie Tee werdet ihr auch Menschen haben, die sagen, das ist doch Blödsinn, richtigen Tee trinkt man anders. Das hat mit wirklich ursprünglicher Teekultur gar nichts zu tun, oder? Muss man für offen sein, ja, definitiv. Mhm. Genau. Deswegen, egal, glaube ich, in welchem Bereich, und wenn man nur Lob bekommt, dann ist es ja auch nicht richtig. Ja, es ist ganz toll. Also die Entwicklung ist fantastisch. Ja, also hier sieht man auch, dass sich noch ein paar Dinge verändern werden und entwickeln werden. Es gibt sicherlich auch einige Menschen, die sich hier auch noch mehr zeigen wollen. Ja, hier ist eine ganze Menge an Spirit dabei, und mit dem Universum ist es die höchste Karte im Tarot. Es ist... Was will man mehr? Oder? Der Weg... Die Erfüllung, vor allem für viele junge Menschen auch. Und nach 8 Jahren
nach 8 Jahren haben wir hier wirklich mal so ein Kartendeck, finde ich, das wir auch verdient haben. Silvia, wie bist du denn in der nächsten Zeit irgendwie zu erreichen, zu sehen, wenn man wirklich auch wissen will, wie es persönlich 2018 weitergeht? Na, mich erreicht man ja als Beraterin bei Questico. Ja, mein Beratercode. Hast du den? Bist du so vorbildlich? Ja, sind nicht alle Berater. Ganz viele Zahlen im Kopf und Geburtsdaten und das ist so. Ich musste das lernen, ich bin so trainiert. Ja, ich bin die 1460, zumindest vom 1460. Code. Das ist eine 11 und das ist die Hohe Priesterin. Und wir haben das Jahr 2018, was in der Quersumme auch eine 11 ist. Das ist auch die spirituelle Entwicklung. Ja. Also, da bist du nicht nur Expertin in Sachen Tarot, sondern in vielen anderen Bereichen kann man natürlich auch auf dein Wissen zurückgreifen, ja, dich anrufen. Und ja, dann würde ich sagen, 2018 kann man nur offen sein für viele schöne Dinge und sich freuen über dieses Kartenblatt. Hier wird sich viel bewegen und es wird sich noch mehr öffnen. Und ich würde hier auch noch von einem weiteren Wachstum sprechen, ganz ehrlich. Das ist ganz, ganz klasse, wird sich, wie gesagt, schon in den nächsten Jahren. Irgendwann will RTL und Sat.1 uns einkaufen und wir sagen, nein, jahrelang wolltet ihr uns nicht, jetzt wollen wir euch nicht mehr. Silvia, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Sehr gern. Wir sehen uns bald wieder. Grüße zu Hause an deinen Lieblingsgatten und wir machen ein kurzes Päuschen, denn es ist natürlich nicht nur Silvia Hart über unseren Partner Questico zu erreichen. Viele andere Berater finden sie dort auch, unter anderem diese hier. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich bin Engeltherapeut und Certified Angel Card Reader. Seit meiner Kindheit bin ich hellsichtig, habe Kontakt zu der jenseitigen Welt und zu der Engelwelt und habe mich später von Doreen Virtue ausbilden lassen. Die Engel nehmen jeden Menschen da an, wo er gerade ist, sind frei von Konfessionen, frei von Dogmen, keine Regeln, wie wir uns verhalten müssen. Sie lieben uns einfach genauso, wie wir sind. Sie bewerten uns nicht, sondern sie wollen für alle Menschen da sein und jedem Einzelnen helfen. Also ich muss wirklich sagen, euer Tee, das Schöne ist, es ist ja nicht nur wirklich der Tee, sondern es ist wirklich die Art und Weise, wie ihr diesen Tee auch präsentiert. Da kann man wirklich mal auch auf die Internetseite gehen, denn da habt ihr natürlich auch das passende Service. Ihr habt die passenden Gegenstände, die man benötigt, um Tee irgendwie ganz stylisch natürlich auch trinken zu können. Ein bisschen was habt ihr auch noch mitgebracht. Ne? Jetzt sind wir gerade auf der Internetseite, da kann man sich ruhig mal durchklicken und ja, Yoga Spirit zum Beispiel, Pure. Also alles Dinge, die uns ja schon auch ansprechen und die wir probieren können. Genau. Mhm. Ja, hier, Felix hat gerade das Zubehör in der Hand, die Thermogo, das ist auch einer unserer Bestseller, muss man sagen, ist so eine doppelwandige Glas-Thermosflasche. Durch diese Doppelwand bleibt ja das Getränk ein bisschen heißer. Dabei ist noch ein Sieb, wo man sich den Tee dann auch aufgießen kann. Kann man mitnehmen. Das ist dann einklicken. Ist noch so ein Bambusdeckel dabei. Der natürlich alles dicht hält, aber auch nochmal sehr schön ist und so ein bisschen die Natürlichkeit mit reinbringt. Mhm. Ist auf jeden Fall super, oder unsere Teetasse. Ist alles da, um halt einen Teegenuss zu haben, weil ich auch von vielen immer gehört habe, okay, wie macht man sich denn jetzt so einen losen Tee? Die hatten halt, viele kennen nur einen Teebeutel und dann das richtige Zubehör an die Hand geben, was auch noch gut aussieht, ist schon ein wichtiger Bestandteil. Jetzt finde ich das toll und wir haben vorhin mit Silvia auch so ein klein wenig darüber geredet, über so eine neue Entwicklung, über so eine neue Generation an jungen Menschen, die wirklich auch bewusster durchs Leben gehen. Jetzt seid ihr Schulfreunde, also kennt euch schon ein paar Jährchen und dann irgendwann zu sagen, komm, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das, ist ja auch schon ein bisschen Mut zum Risiko.
Wart ihr von eurem Produkt so überzeugt, dass ihr gesagt habt, ja, wenn ich positiv an eine Sache rangehe, dann kriege ich die Steine schon aus dem Weg geräumt? Ja, ich glaube schon. Also wir haben, also einerseits hat natürlich sehr geholfen, dass wir uns schon so lange kennen. Das, ich glaube, dieses Jahr sind es 18 Jahre, also als Schulfreunde früh kennengelernt und gleich schon so ein bisschen aneinander erkannt, dass wir gerne unternehmerisch tätig sind und uns damals schon in kleinen Projekten irgendwie immer zusammengerauft haben und Dinge versucht haben. Und das heißt, dieses Vertrauen oder auch das Wissen voneinander, was man, dass man das machen möchte, das war schon da und das ist schon eine super Voraussetzung, um dann gemeinsam irgendwas loszutreten. Mhm. Ob es funktioniert oder nicht, das weiß man natürlich nie, aber das muss man auf jeden Fall, den Mut muss man haben, genau, einfach mal was auszuprobieren. Und ich glaube, ja, gerade hier in Berlin und mit diesem Startup-Standort kann man, glaube ich, relativ schnell auch Dinge lostreten und gucken, entwickelt es sich oder nicht. Und wir hatten uns das auch nicht vorgestellt, dass wir hier nach 4, 5 Jahren immer noch sozusagen da sind, aber wir haben einfach mal angefangen und es hat sich bis heute gehalten und natürlich auch irgendwo einen Trend aufgegriffen, der uns da guten Rückenwind bis heute gibt. Hm. Naja, es ist so, es gehört natürlich viel dazu. Es gehört die Idee dazu, es gehört aber auch der Fleiß dazu. Das heißt, wenn ihr wahrscheinlich keine fleißigen jungen Herren wärt, dann würde das Ding auch nicht so nach vorne gehen. Das heißt, man muss natürlich auch ans Produkt glauben, man muss an sich glauben, aber man muss natürlich auch etwas dafür tun, damit die Dinge funktionieren. Ihr habt das gut vorgemacht und ich glaube auch, dass ihr mitbekommt, dass in diesem ganzen Start-up-Umfeld auch etwas nämlich wirklich passiert, dass Bewusstsein wirklich so eine Geschichte ist, die gerade auch euch jungen Menschen betrifft. Du bist vor kurzem Papa geworden. Das heißt, natürlich will man auch dem Kind wahrscheinlich eine sichere Zukunft irgendwo bieten. Und da gehört Fairtrade, da gehört sowas natürlich auch dazu, oder? Ja, ist richtig. Doch, es ist eigentlich, also gerade dieses Thema Tee ist was man sehr gut, glaube ich, mit gutem Gewissen auch vertreiben kann. Das ist irgendwie ein ehrliches Produkt und das macht besonders viel Spaß. Es ist was Nachhaltiges. Tee gab es immer, wird es immer geben. Und genau, wir haben jetzt einfach Freude daran, das ein bisschen moderner darzustellen und ein bisschen Schwung in den Teemarkt zu bringen. Denn da hat sich lange nichts getan und war ein großes Innovationsvakuum, was wir einfach jetzt füllen. Ja, und ihr fallt natürlich auch auf, also gerade in so einem, auf so einem Markt wie dem Teemarkt ist es natürlich schon auch etwas, wo man sich trauen muss, aber ihr habt da natürlich wirklich eine gute Idee gehabt. Ihr seid ja auch wirklich oft vor Ort, ne? Also ihr fahrt ja wirklich auch zu diesen Teeplantagen, also was sind das da für so Erlebnisse, die man da bekommt? Ja, genau, vor 2 Jahren war es jetzt ungefähr, waren wir in Japan, sieht man hier, da haben wir ein bisschen das Land bereist, muss man auch dazu sagen, um da einfach mal die Teekultur aufzunehmen und haben häufig so eine Teezeremonie mitgemacht, haben dann aber auch unseren Matcha-Hersteller, war das in dem Fall, besucht, um einfach mal zu sehen, was alles dahinter steckt. Also es ist halt nicht nur Tee pflücken und dann irgendwas mitmachen, sondern da ist so ein Riesenprozess hinter, wie häufig da die Blätter behandelt werden, dann werden die kleinen Blattstiele rausgefiltert über Elektrospulen und dann wird pro 30 Gramm Matcha, so viel wie in so einer kleinen Dose drin sind, mal eine Granitsteinmühle 1 Stunde lang, um dieses Pulver rauszuholen. Also in der Plantage, in der wir dann waren, in der Fabrik, es war eine Riesenhalle, die komplett hermetisch abgeriegelt war, wo hunderte dieser Granitsteinmühlen vor sich hinmalen. Also da ist schon viel Liebe hinter dem Produkt und das ist bei Lebensmitteln, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man merkt, okay, der Bauer setzt sich sehr mit dem Lebensmittel auseinander oder mit dieser Grundzutat. Ja, es hat was mit dieser Zehnkultur zu tun, wo man sagt, wir schätzen die Dinge mal wieder. Ne? Und ich glaube, wenn man wirklich auch Sachen schätzt, dann ist das auch was ganz Besonderes und es ist so wichtig, also so wertvoll eigentlich, dass alles, was ihr hier auch präsentiert, was ganz Wertvolles ist. Also und ich glaube, das ist ein ganz schöner Trend heutzutage. Der Tee, wie gesagt, ich bin kein Freund des grünen Tees, weil ich immer finde, ich gebe es ganz ehrlich zu, schmeckt ein bisschen wie Kuhstall, aber auch hier spürt man natürlich eine ganz besondere Qualität und manchmal ist es so, man muss sich an Geschmäcker gewöhnen. Das heißt, am zweiten Schluck jetzt sage ich, lecker, das Leckerste, was ich seit langem getrunken habe. Erinnert mich so ein bisschen an den Zaubertrank von Asterix und Obelix. Also er hilft, er gibt Power. Genau, er gibt Power. Und Sie können sich mehr Informationen natürlich wie immer holen im Internet. T-Talks, das ist dieses junge
Startup-Unternehmen. Man findet euch aber nicht nur online, sondern halten Sie ruhig auch in dem einen oder anderen Biomarkt mal Ausschau, denn da seid ihr mittlerweile auch vertreten. Genau, ja, gerne mal unter titox.de gucken. Da gibt es einen Shopfinder, da kann man genau gucken, wo der nächstgelegene Laden ist. In Deutschland sind das einige hundert und da kann man uns dann auch finden vor Ort. Und probieren Sie es ruhig mal aus. Neue Dinge müssen ausprobiert werden. Silvia gibt es ja heute auch zu. Sie hat viel gelernt und wirst jetzt auch beim Tee noch mal anders Ausschau halten, oder? Auf jeden Fall. Ganz toll. Wollen wir mal auf den Spruch des Tages gucken, ob der heute auch was mit Tee zu tun hat? Ein heißes Bad erfrischt den Körper, ein heißer Tee den Geist. Als hätte ich es gewusst, oder? Willst du rüberkommen? Du bist fest verkabelt, aber du schaffst es irgendwie. Ich schaffe das irgendwie. Zum großen Abschlussfinale nach der ersten Sendung im Jahr 2018. Ach, komm, spring! Auf meine Seite. Herzlichen Dank, Michael Decker, Felix Ilse. Sie können mehr Informationen wie immer auf unserer Facebook-Seite bekommen. T-Tox, ein wunderbares neues Startup-Unternehmen. Vielen Dank, Silvia. Danke. Vielen Dank an Sie. Wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne sind wir froh, dass wir wieder da sind. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin. Tschüss und Servus. Herrlich.